Ich komme gerade nicht vom Fleck, sage ich ja. Egal. Soll ich doch Nidoqueen nach vorne packen? Ach, in einem Cup weiß man echt nicht, was wir erwarten können. Es hält sich keiner an Piwipok. Okay. Da ist die Ente. Die will mich wahrscheinlich blubbern. Nochmal. Jetzt muss ich den Timer aussitzen. Natürlich. Da ist der Blubstrahl. Du hast nicht das Wurmball wieder rein, oder? Interesting. Okay, aber gegen das Wurmball habe ich auch immer noch meine andere Ente. Der lädt leider zu langsam. Ich habe den meiner Superliga ausprobiert. Als Fiaro-Ersatz. Lief nicht so gut. So, nur einfach noch einmal Giftschaden reingemacht. Jeden Millimeter ausgedutzt. Und dann mit Porenta Ende machen. So. Eieiei, schon wieder verloren, King. Ich hoffe, das demotiviert dich nicht. Pokémon fangen gehst einfach der in nächster Zeit, ne? Denk dran an die Seiten, die ich dir gezeigt habe. Wie den Go Stadium Rank Checker zum Beispiel. Gut, ignoriere ich jetzt hier im Minicup auch. Vollkommen, aber ja. Ich habe dir ja so ein paar Seiten als Tipp gegeben. Dann ist es halt einfach, ja, die entsprechende Pokémon zusammensuchen und alles. Aber hey, mach dir nichts draus. Ich hatte am Anfang auch sehr viel verloren. Oha. Bis ich da angekommen bin, wo ich jetzt bin. Ich bin aber auch immer noch nicht so gut. Es gibt einige, die wesentlich stärker sind als ich, aber das kriegst du schon hin. Aha, da kommt's. Ein Body Slam? Machst du Doppelslam? Nee, Knirscher. Ich dachte, du machst Doppelslam. Ich hatte Doppelslam erwartet. Tox, okay. Interessante Wahl. Du kannst aber wahrscheinlich Limsch. Was? Nee, du konntest. Ah, das war jetzt dumm. Jetzt, wo du es nicht zählen solltest, hast du den Tipp darauf gezählt und wo du es. Hat aber trotzdem wehgetan. Okay. Hat ihm aber trotzdem wehgetan. Wenn das jetzt das Schlammbombe-Bait war. Natürlich war das das Schlammbombe-Bait. Zwei, drei.
noch ein Einächern und das Fiaro hätte mich gegrillt. Das war knapp. Da war Shinux schneller als Fiaro. Der hätte mein Shinux gleich gegrillt. Beim Training wurde dein Team von einem Lucario komplett one-shotted. Uff. Das ist natürlich nie so geil. Ja, wenn man ein Team zusammenbaut, sollte man dann natürlich aufpassen, dass man nicht zu krass schwach gegen eins ist. Was hatte das Lucario denn drauf? Wahrscheinlich die meisten laufen mit Konter, Steigerung, Spuckball. Denke ich mal. Das hängt von der Liga ab, das ist es auch. Lucario ist ein starkes Pokémon. Leider gibt es den nicht so mit so guten PvP IV, außer man hat einen Hunderter ausgebrütet für die Meister, aber ja, ich lese, das war ein Meisterliga Match. Vor allem in der Meisterliga fehlt dir, glaube ich, einfach noch die Pokis. Meisterliga ist aber auch schwierig. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich überhaupt ein Meisterliga-Team zusammen hatte. Ein einziges. Meisterliga ist schwierig, ja. Aber hey, Staub sammeln, gute Pokis sammeln. Guten Abend, Domin Nummer 3. Liest man das so? Ich glaube ja. Und hi. Klar kann ich dich adden, aber irgendwas miteinander zusammen machen können wir jetzt halt nicht mehr. Die legendäre Raid-Stunde ist vorbei. Wir können höchstens am Samstag noch gegen ein Turnier zusammenspielen. In einem Turnier zusammen gegeneinander spielen. Aber sonst ist heute, ich spiele jetzt nur noch ein bisschen Minicup und dann ist vorbei. Legendäre Raid-Stunden gibt es mittwochs immer zwischen 6 und 7 abends, falls da jemand Unterstützung braucht. Legendäre Pokémon kriegt man halt zu zweit oder vor allem alleine gar nicht tot. Deswegen biete ich das hier ja an. Kostet euch halt Fernraid-Pässe dann teilzunehmen, ne? Also Fernraid-Pässe dafür aufheben. Ich schreibe meinen Streamplan immer montags. Also wenn mal eine Raid-Stunde ausfallen sollte, wisst ihr es spätestens Montagabend vorm Schlafen gehen. Da gibt es ja dieses tolle Feature-Zeitplan. Da auf Twitch. Oder ihr folgt mir auf Twitter oder Facebook. Müsst ihr nicht unbedingt. Ich hasse es, über 300 verschiedene Social Media zu kommunizieren. Es geht um Twitch, also reicht auch Twitch. Wie gesagt, spätestens Montagabend ist der Streamplan fertig. Wie viel habe ich denn von dem Set noch? 3 Kämpfe. War das jetzt das Set, wo ich meinte, dass ich danach aufhöre oder dass ich dann noch eins mache? Jetzt bin ich wieder durcheinander. Ei. Ich hätte so gern 100 Lucario für die Meisterliga. Das wäre so genial. Ja, ich mache nach dem Set einfach Schluss. Meine Rübe, ich komme gerade so durcheinander. Oh, wie süß. Du hast allerdings noch nicht den Bodentyp. Aber auch den Giftzahn. Natürlich. Au, tut der weh. Au, der tut weh.
Und wieder ein Onyx, das gibt's doch nicht. Katapult, natürlich. Katapult Onyx ist gefährlich. Wäre das aber jetzt zu blöd. Und es war das. Wollte ich auch eigentlich hier abfangen, aber ja. Nur tut mir das jetzt noch mehr weh als vorher. Okay, Schnutti. Interessant. Diese Onyx. Onyx laufen Amok hier. Wenn ich jetzt im nächsten Kampf wieder auf einen Onyx treffe, muss ich mir was überlegen, ey. Da bringt mir mein Porenta nicht viel. Onyx scheint der Renner zu sein hier. Alter, das gibst du nicht. Das ist schon wieder eins. Sandgrab. Natürlich. Ich tue so, als würde ich Erdkräfte einsetzen. Das ist schildert. Yes. Das wird aber jetzt ein Giftzahn sein, das weiß er. Du kannst Sandgrab, ja. Aber können die nur Sandgrab? Ich traue dem nicht. Sandgrab ist aber so die Attacke der Wahl. Sandgrab scheint so die Attacke der Wahl zu sein. Okay. Ich muss was gegen Onyx tun. Das Problem ist, ich hab nichts gegen Onyx. Soll ich ein... Das wäre das Einzige, was mir einfällt gegen Onyx. Soll ich Hut hier rausnehmen? Das bringt auch nichts, weil du halt weiterhin schwach gegen Ding bist. Ich bin aber eine Weile nicht mehr auf eine Fliege getroffen.
Ich bin eine Weile nicht mehr auf einen Flieger getroffen, also. Oh, ich hatte damals ein Shiny Schmerbe im Element gehabt. Das wäre super gewesen. Das ist aber leider nicht mehr in dem WP-Bereich. Ugh. Das ist leider nicht mehr in dem WP-Bereich. Ich habe hier aber noch eins. Für welche Liga habe ich dich als Rang 20 eingetragen? Das muss ich mal gucken. Onyx scheinen hier jetzt so der Renner zu sein. Nein, falsch. Leider kann man deinen Tag nicht einsehen. Aber ich habe doch hier. Ach so, das andere hatte ich zu Velsa entwickelt, deswegen. Noch dich nehmen. Dann laufe ich nicht Gefahr, das andere zu verhunzen. So. Laufe ich nicht Gefahr, das andere aus Versehen zu verhunzen, wenn es... Ja, es ist für die Superliga gedacht. Da darf es ja nicht so hoch werden. Nassschweif, Eisstrahl, aber nicht mit Aquaknarre, sondern... genau, mit Lebensschuss, der generiert schneller Energie als Aquaknarre. Tun wir dich jetzt. Statt Huti. Huti scheint ja nicht mehr viel zu bringen hier. Komm her. Wo bist du da? Ich habe halt zweimal Doppelboden drin. Einer ist halt extrem empfindlich gegen Pflanze, aber gut, ich habe Antworten gegen Pflanze. Gegen Elektro. Bist du jetzt einfach meine Onyx-Antwort? Ganz einfach. So. Wenn ich noch einen Kampf gewinne, ist das ein positives Set. Aber Onyx sind gerade ein Problem. Und ein Bisa. So. Okay. Dein Doppeltyp. Bringt dir aber nichts hiergegen. Die Laubklinge. Die hättest du schilden müssen. Jetzt habe ich allerdings nicht wirklich eine Antwort gegen Panzeron. Egal, dann machst du einfach so viel Auge wie möglich. Okay, Bisasam war noch da, ne? Oh, das ist ja sogar kryptosig. Da wird ein Himmelsfeger auf jeden Fall wehtun. Da war ein Doppelhimmelsfeger. Dann hebe ich mir aber meinen Nassschweif für das Panzer Aeron auf, weil mein Nidoqueen sowohl mit Gift als auch Boden nicht wirklich was ausrichten kann. Aber ich kann zumindest das Bisasam noch schwächen.
Ah, das war sehr gut. Wenn du allerdings die Attacke fertig hast. Shit. Ja, ich werde nicht mehr überleben. Neutral. Schaden. Reicht das noch? Oh, das war knapp. Das war knapp. Wenn das resistierter Schaden gewesen wäre, hätte ich verloren. Oh, ich habe die Führung verloren. Bisasam gegen Schmerbe. War das knapp. Konnte ich noch umreißen. Aber auch nur wegen des Debuffs durch den Giftzahn. Sonst hätte mein Schmerbe das Bisasam nicht überlebt. Ach du meine Güte. Noch ein Zubiris. Okay, sag ich nicht nein. Weiterhin lieber als noch ein Vesprit. Komm her. So. Leider nicht in den Ring, aber gut. Ah, mein Glas ist leer. Okay, Leute, ich muss den Stream beenden. Mein Glas ist leer. Ich habe nichts mehr zu trinken. Ah, das waren so spannende Kämpfe. Aber ich habe total aus den Augen verloren, wie viele Sets das jetzt waren. War das jetzt schon drei? Doch, das waren drei. Ich bin einmal hoch, dann runter, dann wieder hoch, ne? Es waren drei. Das Bisasam war wahrscheinlich die Antwort auf die ganzen Onyx. Ich habe mich halt für Schmerbe entschieden.